Hallo, ich zeige euch heute, wie man das Verbeugen beibringt. Das ist eigentlich auch wieder so ein ziemlich einfacher Trick. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie man das beibringen kann. Ich zeige euch das heute mit Linus, weil May ein bisschen Magenprobleme hat und ich das meistens mit Leckerchen mache. Also, die erste Variation. Prima. So, ihr seht schon, das erste funktioniert bei Linus ganz gut. Manche Hunde legen sich aber so wie jetzt sofort hin. Da muss man ein bisschen helfen und zwar so. Linus, komm mal hier. Komm. Steh. Arm unter den Bauch und locken. Beug. Prima. Und dann gibt es auch ein Leckerchen. Beug. Prima. Super. Fein. Köpfchen. Fein. So, das lässt sich ja nun auch nicht jeder Hund so gefallen. Dann gibt es noch eine weitere Variation. Wenn der Hund groß ist, reicht der Stuhl. Wenn nicht, muss man sich einen Hocker oder so besorgen. Nein. Dann wird das schon angeklickt. Dann müsste man jetzt einen etwas kleineren Stuhl immer weiter benutzen, um den Hund ein bisschen mehr in die Verbeugung zu bekommen. Fein. Aber es gibt noch eine weitere Variation. Also, wir locken den Hund mit dem Spielzeug so lange, bis er sich von selbst in diese Aufforderungsposition bringt. Das funktioniert bei Welpen besonders gut. Ich mache das jetzt noch einmal vor. Klicker immer in der Hand halten und dann anstelle von dem Leckerchen dann das Spielzeug werfen. So, das funktioniert also auch ganz gut. Man muss also nicht immer mit dem Leckerchen arbeiten, funktioniert auch mit dem Spielzeug. Das sind meine drei Variationen, da gibt es natürlich auch wieder andere. Mit einem großen Hund ist es eigentlich genauso einfach wie mit einem kleinen Hund. Mit May habe ich das mit dem Spielzeug gemacht. Bei ihr durfte ich das halt nicht auf den Boden legen. Das funktioniert nicht bei jedem Hund so, dass man spielt und das dann auf den Boden legt und er sich dann automatisch in diese Position begibt. Bei May musste ich das Spielzeug hochnehmen. Dann hat sie sozusagen gefordert, dass ich es werfe und dann hat sie sich in diese Position gegeben. Ich habe geklickt und dann flog das Leckerchen. Man kann das natürlich auch, wenn Hunde nicht mit dem Spielzeug spielen, mit dem Leckerchen spielen. Den Hund locken und mit dem Leckerchen. Komm her. Ja, prima. Und dann das Leckerchen werfen. Funktioniert auch. Der Hund muss sich nicht bei jedem Mal sofort richtig runterlegen. Es reicht auch schon, wenn er sich so leicht beugt und dann verstärkt man das immer weiter. Das nennt man dann dieses Shapen. Man klickt schon, wenn der Hund nur
sich in die Richtung tendiert zum Verbeugen und verstärkt es dann. Man möchte immer mehr von dem Hund und man kann auch den Hund dann selbst dazu bringen, indem man einfach mal abwartet. Und er bietet dann was von sich selbst an. Das klickert man dann immer weiter an, bis der Hund dann das gewünschte Verhalten zeigt. Das hat bei meinen dieses Verbeugen wirklich nicht lange gedauert. Ich muss vielleicht einen Tag trainieren, 10 Minuten. Und dann haben sie schon wirklich das Verhalten gezeigt, was ich wollte. Bei meinem ersten Hund, den ich leider nicht mehr habe, hat das vielleicht 3-mal gebraucht mit dem Spielzeug. Ich habe gespielt und das auf den Boden gelegt. Er hat sich vorne hingelegt, der Hintern blieb oben. Der hat es dann hinterher so gemacht, anstelle dass er sich so verbeugt wie Linus, dass er sich erst hingelegt hat und dann den Po hochgehoben hat. Das sah aber auch lustig aus, deswegen habe ich das auch so gelassen. Man muss ja nicht immer das so machen, wie es im Fernsehen gezeigt wird oder in Zeitschriften. May hat ein wenig Hunger, deswegen läuft sie hier die ganze Zeit rum, weil sie halt sich gestern erbrochen hat. Gibt es heute aber einfach mal nichts. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Beug, 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 prima. Down, boy, down, lie, nanny, back, 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 boy, boy, down. Prima. Mimi, Nani, Nani, Mimi, boy, down, down, Mimi, boy, lie. Hey. Oh.
Leid.